Auf ein Wort vom Regal. Und das hier ist quasi ein Jubiläumsvideo, denn vor einem Jahr habe ich angefangen mit Auf ein Wort vom Regal, habe angefangen damit mein iPhone ins Regal zu stellen und mich davor zu stellen und über Themen zu sprechen, die mich bewegen. Die Zwischenbilanz seitdem, mehr als 110.000 Views bei 48 Videos. Na gut, kein Blockbuster, aber es geht auch hauptsächlich um Branchen. Themen, eine ganze Reihe von Beiträgen in Fachmedien und in Blogs, die angestoßen worden sind durch diese Videos und allein mehr als 1000 E-Mails, und ich rede nur über E-Mails, nicht über Comments, das Teilen und so weiter, mehr als 1000 E-Mails, die ich als Feedback bekommen habe. Mal wird ein Video gelobt und mal werde ich wüst beschimpft. Auf jeden Fall bewegen die Videos offenkundig. Nachträglich könnte ich jetzt eine Strategie zusammendichten, warum ich das alles gemacht habe. Aber eigentlich war es, um ehrlich zu sein, ein Zufall. Vor mehr als einem Jahr war ich bei RSH zum Jubiläum eingeladen, bei Radio Schleswig-Holstein. Ich war ja mal Radiomoderator. Und ich durfte mal wieder in der Morningshow mit meinem alten Kumpel Carsten Köthe zusammen senden. Und ich habe gemerkt, was mir das gibt, dieses live sprechen und gehört werden. Habe dann überlegt, irgendwo nochmal so 2 Stunden die Woche eine Sendung zu machen, aber das hätte mit meinem Terminkalender nicht zusammengepasst. Und so habe ich meinen eigenen Sender errichtet und mein eigenes Format zusammengezimmert. Ich habe also am eigenen Leib erfahren, wie Bewegtbild emotionalisiert und was Bewegtbild bewirkt. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe dafür, dass wir jetzt eine eigene Bewegtbildeinheit, eine eigene Realfilmeinheit ins Leben gerufen haben. An der Spitze Christoph Tietjen, der den ganzen Bereich leitet, ist ein ehemaliger RTL-Redakteur und hat auch für Focus.de Videos gemacht. Aber auch wenn der jetzt da ist mit seinem Team, bleibt es dabei. Es steht wackelig mein iPhone im Regal und daran soll sich auch nichts ändern.